Hier, ihr merkt, ich labere. Warum labere ich jetzt diesmal eigentlich? Weil ihr es euch gewünscht habt. Kennt ihr diese Gefühle, die ich auch habe? Ja, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Und deswegen möchte ich auch so diese Alltagsgedanken machen. Heute ging es mal so ein bisschen beruflich. Nächstes Mal ist es vielleicht mehr übers Private. Private. Mein Mann kommt in Montur. Das bedeutet, der will jetzt hier eigentlich arbeiten. Ich dachte, du wolltest vorne an der Straße. Hallo? Hier nicht Straße. Hier Garten, Straße da. Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irines Boxen Welt und Meer. Ja, ich bin mit euch wieder draußen im Garten. Da kann man erstmal tief Luft holen und sich freuen. Ich freue mich auch, dass die Resonanz von euch so positiv war. Ihr liebt scheinbar alle diesen Garten und wenn ich hier sitze und filme. Kann ich aber auch verstehen. Also ich habe jetzt wohl die ganzen Wasserspiele noch nicht an. Also da ist einer. Machen wir so. Da ist einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist einer. Da sind die. Da ist einer. Ich komme mit dem Finger nicht zurecht. Da ist einer. Da ist einer. Also ich habe hier einige Wasserspiele, die ich jetzt natürlich nicht angeschaltet habe. Oh, jetzt kommt wieder der Wind. Immer wenn ich mit euch rede, kommt Wind. Es tut mir leid, ihr müsst da jetzt wackelnd durch. Es ist so, dass ich glaube, wenn ich die Wasserspiele jetzt noch anhabe, dass das stören könnte. Deswegen habe ich die jetzt noch nicht angemacht. Aber vielleicht teste ich das demnächst einfach mal. Also ich bin übrigens auch gefragt worden nach diesem Garten. Ich habe dann geschrieben, ich blende euch vielleicht nachher das Schild mal ein. Ich habe da noch ein Schild hängen, Suan Chabai. Das ist thailändisch für, wie war das? Oase, der Garten der Erholung heißt Suan Chabai. Und das ist dieser Garten definitiv. Also ich genieße es unheimlich, auch wenn ich dann hier vorne dann im Atelier bin. Ja, ihr werdet es im Sommer zu sehen bekommen. Im Moment kann ich es euch nur noch nicht zeigen, weil im Moment ist mir eine YouTube-Boxenabstellkammer geworden. Aber ich genieße das total, wenn ich da drin bin und gucke dann den Blick hier in den Garten. Und da habe ich ganz viele Inspirationen. Interessanterweise, ihr wisst ja, ich male ja ziemlich dunkel. Mystic Nature. Wie man bei einem so wunderschönen Garten, der in einigen Wochen sehr, sehr blühend sein wird, so düster malen kann. Aber ich brauche das, damit ich düster malen kann. Ah, entschuldigt übrigens bitte, ich bin hier total, ich heule nicht wegen euch. Ich habe irgendwie von Shein super tollen Monolidschatten mal geschenkt bekommen. Der ist auch der Knaller, finde ich. Es sieht auch mega aus. Ich sage ja, ich habe eh die Grünphase, ne? Aber irgendwas tränt damit die ganze Zeit. Weil es kann nicht der Kajalstift sein, das ist derselbe wie immer. Verstehe ich gerade nicht. Naja, wir werden sehen. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich da jetzt ein bisschen checkig werde. Aber hübsch der Look heute, ne? Ich bin jetzt mal ganz arrogant und eingebildet. Ach so, ja, arrogant und eingebildet. Passt doch dann. Alltagsgedanken. Wie war das? Wie hat mein Mann mal gesagt, als ich sagte, boah, heute sehe ich gut aus, wo er dann meinte, nee, Einbildung ist auch eine Bildung. Ich sag nur, wofür braucht man Feinde, wenn man Freunde und so einen Ehemann hat? Ich muss aufpassen, der ist hier um die Ecke, der hört das wieder alles. Der kam gerade auch frisch vom Friseur. Stand der erstmal da. Ich habe gesagt, was ist? Läuse? Meint der Schuppen, sagt er, nee, ich war wieder beim Friseur. Hat das noch einer von euch? Mein Mann hat seit 33 Jahren denselben Friseur, denselben Haarschnitt und der sieht hinterher immer schlechter aus als vorher. Darf man so nicht sagen, nein. Ich glaube, manchmal Männer gehen zum Friseur nur, um noch mitzukriegen, was sich hier so tut. Weil, ganz ehrlich, die sind genauso Tratschweiber wie wir. Ich behaupte mal, die sind sogar schlimmer als wir. Aber nein, ein Mann macht das ja nicht. Ach so, ja, jetzt hier. Ihr merkt, ich labere. Warum labere ich jetzt diesmal eigentlich? Weil ihr es euch gewünscht habt. Ich konnte es nicht fassen. Ich habe ja die Umfrage gestartet. Möchtet ihr einfach mal so meine Alltagsgedanken haben, wo ich auch mal ruhig ernstere Themen anspreche, etwas seriöser bin und nicht einfach immer so diese ganz flapsige, lockere, flockige, Sprüche hauende, sich kaputt lachende Irene? Und mit dem Ergebnis hätte ich nicht gerechnet. 90% haben gesagt, ja, bitte. Die Seite wollen wir an dir auch sehen. Oh Gott, mein Mann kommt in Montur. Das bedeutet, der will jetzt hier eigentlich arbeiten. Ich dachte, du wolltest vorne an der Straße. Hallo? Hier nicht Straße. Hier Garten. Straße da. Oh, Vorsicht, du läufst gleich durchs Bild. Wir kriegen ihn irgendwann, irgendwann. Du darfst ruhig mal Hallo sagen.
Detlef, die sagen immer alle, wie nett und sympathisch du bist. Gut, dass ich es nicht gesagt habe. Habt ihr es gehört? Er hat gesagt, die kennen mich eben nicht. Also, ja, ihr seid wieder mal mittendrin. Also, eigentlich ernstere Gedanken, an denen ich euch teilhaben lassen wollte. Ihr habt gesagt, ja, bitte. Weil ich war dahingehend überrascht, weil man mich ja eigentlich immer dafür gelobt hat, dass ich halt eben so fröhlich bin und so locker bin und euch dadurch wahnsinnig viel Ablenkung gebe, was ich von Herzen gerne mache, weil für mich ist dieses Drehen auch Ablenkung. Gerade aktuell war es beruflich nicht so schön, da haben mich auch manche darauf angesprochen, die es tatsächlich irgendwie hier gesehen haben, aber vielleicht auch, weil ich mich auch da wieder nicht verstellt habe. Das ist ja das, was ich immer sage. Wenn es mir mal nicht gut geht, setze ich mich dahin und sag euch das auch und lasse euch das auch spüren, weil das ist das Leben. Es ist nicht immer nur fröhlich. Aber ich freue mich halt, für mich ist YouTube und das Videodrehen mit euch wirklich die Möglichkeit, lustig und fröhlich zu sein und einfach ich zu sein. Weil leider Gottes darf ich es in meinem privaten Umfeld nicht sein. Ich bin immer zu laut, ich lache zu laut, ich rede zu laut, ich bin zu peinlich. Meine Sprüche sind dann halt zu peinlich. Ich bin halt einfach dann immer peinlich. Und hier bin aber ich und das mögt ihr. Und das ist sowas Besonderes für mich und deswegen kann ich so mit euch umgehen. So, aber jetzt wie gesagt die ernsteren Gedanken. Ich habe im Moment beruflich die Phase gehabt, ihr habt das mitbekommen, ich bin nach anderthalb Jahren Pause wieder zurück in meinen Beruf reingegangen. Weil das Risiko für Risikopatientinnen ja angeblich weniger war, dank der Impfungen. Und ja, das heißt, ich bin bei demselben Arbeitgeber, wo ich vorher auch war. Aber der Standort ist ein anderer, weil bei dem, wo ich vorher war als Integrationsfachkraft, das war abgeschlossen nach 3,5 Jahren. Die Schülerin hat ihren Abschluss geschafft. Und so ist das bei einer Integrationshilfe. Ich bin immer nur an dieser Arbeitsstelle, solange das Kind mich dort braucht. Es endet auch dann, wenn das Kind mich nicht mehr braucht. Es kommt immer direkt ein neues Kind mit einem neuen Vertrag, weil meine Arbeitsverträge laufen interessanterweise nicht über meinen Arbeitgeber, sondern über das Kind. Aber ist so als Integrationskraft, zumindest bei meinem Arbeitgeber. Ja, und jetzt die neue Stelle. Ich war es 3,5 Jahre gewöhnt, absolut im Team dabei zu sein. Es gab keine Unterschiede in dem, was ich machen durfte. Also doch, es gab natürlich Unterschiede. Ich durfte keine Klasse in dem Sinne unterrichten. Aber es gab ganz viele Möglichkeiten, dass ich doch sehr viel in der Klasse mit eingebunden war. Es fand immer eine Interaktion zwischen dem Lehrer und mir und den Schülern statt. Also ich war komplett involviert. Und jetzt war das Arbeiten so, wie es eigentlich für Integrationshelfer üblich ist. Also ganz wichtig, die Schule macht nichts falsch. Aber es ist ein ganz anderes Arbeiten, als ich halt gewöhnt bin. Das heißt, ich darf fast nichts mehr von dem, was ich die ganzen Jahre davor gewöhnt war. Und das war für mich eine enorme Belastung. Für mich ist immer wichtig, egal was für eine Position jemand innehat, ich mache da für mich keinen Unterschied. Und ich war es halt von der Waage, sagen wir mal, so gewöhnt. Ja? Natürlich gab es immer noch Unterschiede, weil ich bin keine Lehrerin. Ja? Aber trotzdem war es nur minimal. Auch Austausch, was mit Schülern war, wurde mit mir auch durchgesprochen. Weil ich war ja nun mal auch jeden Tag dort in dieser Klasse. Und natürlich sind die Schüler auch an mich herangetreten und waren mit mir in einer Interaktion. Und da war es auch wichtig, dass ich oftmals den Background kannte. Was ist eigentlich los bei dem Schüler? Und das ist aber eigentlich nicht so üblich. Deswegen ganz wichtig, die Schule, wo ich jetzt bin, macht nichts falsch. Aber gefühlsmäßig ist es so. Und da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Dieses Arbeiten, was ich jetzt die meiste Zeit machen muss, ist für mich eine wahnsinnige Belastung. Und ich musste da wirklich einen Weg finden, das für mich so zu akzeptieren und zu verstehen, dass das nichts damit zu tun hat, dass diejenigen, die es so machen, ein Problem mit mir haben, sondern dass sie es nicht anders gewöhnt sind. Weil ich hatte, sagen wir mal so, ich habe vorher immer in dem Wunschmodell einer Integrationskraft arbeiten dürfen, und bin jetzt in dem Regelmodell. Ja, ich habe 2, 3 Lehrerinnen, da ist es anders und da ist es auch wunderbar, weil da geht mir mein Herz immer auf, mit denen kann ich sprechen, wir lachen auch miteinander und das fehlt mir bei den anderen so wahnsinnig, das Lachen, es fehlt mir. Ich bin sonst jeden Tag zur Schule mit einem Strahlen und wir haben nonstop dort gelacht. Klar gab es auch ernste Situationen, aber es war einfach ein sich aufrichtig mögen und lachen und übereinander freuen und das fehlt mir einfach so wahnsinnig. Aber das kennen wahrscheinlich ganz viele von euch so leider.
dass man für sich eigentlich nicht wirklich glücklich ist, wie man arbeiten muss, was man arbeiten darf, wie man von Kollegen wertgeschätzt wird oder man gefühlt es nicht wird. Ach, es ist so schwierig. Und dann ist immer dieser Kopf, der dann denkt und denkt und denkt und das ist nicht gut. Ich muss aufhören, weniger zu denken und weniger zu fühlen. Aber dann wäre wieder nicht ich, ich. Wie sind denn da so eure Erfahrungen? Weil ich kann nur sagen, wir haben wirklich miteinander jetzt offen gesprochen. Ich bin mittlerweile auch schon zumindest mal eine Viertelstunde mit bei Teamsitzungen dabei, wo es um meinen Schüler geht. Geht es um die anderen, muss ich halt leider wieder die Besprechung verlassen. Aber wir haben miteinander gesprochen, dass wir versuchen wirklich nach bestem Bemühen einen Weg miteinander zu finden. Und ich finde, den haben wir auch gefunden, dass ich mich nicht mehr so unwohl fühle und so todunglücklich bin, wie es davor war. Weil davor bin ich wirklich fast jeden Tag weinend dahin und weinend zurück. Und das war nicht schön. Und das ist jetzt etwas besser geworden. Also das heißt, ich bin immer noch nicht glücklich dort, ich bin nicht zufrieden dort. Und falls jemand von denen das jetzt auch hören sollte, ich sage das hier an dieser Stelle einfach offen und ehrlich, weil ich sage ja auch, es ist ja nicht deren Schuld. Es ist halt das, was vorgegeben wird. Aber es macht mich nicht glücklich. Aber wir wechseln im August den Standort und es werden wohl einige Lehrer mitgehen. Ich hoffe, dass einige auch mitgehen, wie gesagt, die es anders machen. Wo ich mich dann auch sehr, sehr wohl fühle und es werden neue Lehrer dort auch hinzukommen dann in der Klasse 9 und ich bin gespannt, wie sich es dann weiterentwickelt. Ja, und deswegen, mich würde jetzt aber noch mal interessieren, wie ist es so bei euch? Wie ist eure berufliche Situation aktuell? Seid ihr glücklich, eher unglücklich? Kennt ihr diese Gefühle, die ich auch habe? Ja, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren und deswegen möchte ich auch so diese Alltagsgedanken machen. Heute ging es mal so ein bisschen beruflich. Nächstes Mal ist es vielleicht mehr übers Private. Ich finde es einfach schön, weil eigentlich ist es ja ein Monolog, weil ich rede ja mit euch und ihr seid jetzt quasi gezwungen zuzuhören, es sei denn, ihr schaltet ab. Was vielleicht nach 12 Minuten schon jemand gemacht hat, so lange wollte ich es eigentlich gar nicht machen. Was weiß ich, was noch für Themen kommen könnten. Ihr könntet das auch gerne übrigens in die Kommentare schreiben. Habt ihr so Wunschthemen, die ich hier mit euch einfach mal bequatschen soll, euch einfach mal von erzählen soll? Das würde mich mal interessieren. Also kein Q&A, so dass ihr mir Fragen stellt in dem Sinne, sondern was habt ihr so an Vorschläge, was euch jetzt noch so interessieren würde, worüber ich so ein bisschen meine Meinung kundtun soll? Themen, die jetzt natürlich das aktuelle Weltgeschehen betreffen, da werde ich mich nicht zu äußern. Also weder politisch noch sonstiges. Ich habe selbstverständlich meine Meinung dazu, aber das sollte hier jetzt nicht den Platz finden. Also nein, da tausche ich mich auch mit meinen Freundinnen aus und ihr vermutlich auch und das sollte dann auch reichen. Da brauche ich dann jetzt nicht hier mein YouTube für. Aber alles andere, was euch so persönlich noch betrifft, was ihr gerne bequatschen möchtet. Und ich hoffe, es gefällt euch und es ist so, wie ihr es erhofft habt. Da bin ich mir noch nie drin sicher, ob ihr was anderes erwartet habt, wenn ich schreibe, so soll ich mit euch mal euch an meinen Alltagsgedanken teilhaben lassen. Aber Beruf ist Alltag. So, aber bevor ich es übrigens noch vergesse, ich muss euch noch was zeigen. Auch Alltag. Ich war ja wieder zum Nägelmachen bei meiner wunderbaren, lieben Freundin Tim. Tap Tim. Für mich die genialste Designerin, Nageldesignerin. Was die da handmalt, das kriegt kaum eine Folie hin. Guckt mal. Ist das nicht wieder mega schön? Und wie gesagt, die malt das mit der Hand, ne? Das sind keine geklebten Folien. Ich finde das immer klasse. Bin froh, dass ich Tim habe. Ich hoffe, die bleibt mir noch lange erhalten. Du gehst mir nicht zurück nach Thailand, du bleibst hier. So, in dem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!